Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie heute ganz herzlich zu unserem Menschpunkt Musikfestival hier in Münster in der Musikhochschule. Das Festival findet dieses Jahr unter dem Motto Musik baut Brücken statt. Und wir haben da dieses Wochenende bei jedem Thema und musikalischen Beitrag immer wieder die Brücke gebaut und Sie bekommen Inspirationen von unterschiedlichster Art hier dargeboten. Und wir hoffen, Ihnen gefällt das und Sie genießen dieses Festival hier. Wir danken vor allem der Sibylle Hane Stiftung. Die hat uns mit einer finanziellen Unterstützung dieses Festival hier diesem Jahr ermöglicht. Und wir sind ganz froh und freuen uns, dass wir das Festival hier machen dürfen. Wie bei jedem Konzert, bitte einmal die Mobiltelefone ausschalten, damit wir hier nicht gestört werden. Ja, wir freuen uns, dass Sie da sind, auch jetzt schon zu unserem Festivalstart am frühen Nachmittag. Ich möchte Ihnen Julia Berg vorstellen, eine Klarinettenstudierende aus Hause. Mein Name ist Stefan Vorleix, ich bin Prodekan und wir beide werden durch die Konzerte, durch die großen und kleinen Konzerte des Festivals führen. Und wir werden Ihnen auch immer gegen Ende des Konzerts sagen, was die nächste Sache sein wird und dann haben Sie die Wahl, dem zu folgen oder mal eine Pause zu machen, später wiederzukommen oder wie auch immer. Wir beginnen mit dem Konzert Andere Saiten. Das verantwortet der Kollege Professor Reinbert Evers, der Gitarrendozent des Hauses. Und die Gitarristen von Reinbert Evers ziehen andere Saiten auf, so haben die ihr Programm genannt. Also sie bekommen jetzt nicht so die klassische Gitarrenmusik zu hören, sondern vier Kompositionen, die wahrliche musikalische Brückenschläge sind. Sie sind eindeutig stilistisch der neuen Musik zugeordnet, sind aber trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, das hängt sich auch mit Ihrem Standpunkt zusammen, sehr publikumswirksam. Und diese Brückenschläge, von denen Julia schon gesprochen hat, die finden auch in jedem Stück jetzt individuell eigentlich statt. Im ersten Stück, Kita, das ist eigentlich ein Brückenschlag aus der andalusischen Kultur her von Sanchez Verdú. Frances Alizadeh, eine Komponistin, die hat eher arabische Wurzeln, die Wurzeln liegen im vorderen Orient. Benjamin Yusupov ist ein in Israel lebender Komponist, der jüdische Elemente, fernöstliche und natürlich auch osteuropäische, seine Herkunft, Elemente im Stück Crossroads zusammenführt. Abgeschlossen wird das Programm, was eine Spielzeit von vielleicht so 45 Minuten haben wird, mit einem Klassiker der neuen Musik, einer Sonate von Alberto Ginastera. Er verbindet seine südamerikanische Folklore mit avancierten Kompositionstechniken des 20. Jahrhunderts, die vielleicht hauptsächlich europäisch sind. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit den vier Solisten des heutigen Nachmittags. Eine gute Stunde mit Gitarre.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.